Hallo, in diesem Video möchte ich den Algorithmus zum Lösen dieser Gleichung hier oben zeigen. A und B sind in unserem Fall die Zahlenwerte, die wir vorgegeben haben. Das heißt, wir wollen x und y rausfinden. Was man dazu bereits wissen sollte, ist, wie man den größten gemeinsamen Teiler berechnet. Also auch an der Stelle den Algorithmus. Und wie gesagt, es geht um den Algorithmus. Das heißt, es wird ein bisschen viel rumgerechnet und viel Formeln. Also nicht wirklich viel Mathe, würde ich mal sagen. Aber wenn dein Lehrer will, dass das gekonnt wird in der Prüfung, dann hast du keine Chance. So, direkt durchstarten. Ich habe hier einfach mal ein Beispiel. Der größte gemeinsame Teiler von 23 und 17 ist die 1. Der Beweis dafür steht quasi hier. Ich hoffe, dass das euch dir schon was sagt. Wenn nicht, einfach nochmal nachgucken. So, was wollen wir jetzt lösen? Genau diese Gleichung hier oben. Das heißt konkret, wir wollen 1 irgendwie aus ein paar x und ein paar y vorstellen. Wie man sich das ungefähr vorstellen kann, nur falls wir eine bildliche Vorstellung haben wollen, es gibt zwei Arten von Blöcken. Der eine Block ist 17 cm groß, oh, 17, und der andere ist 23 groß. Und wir haben nur diese zwei Blöcke und können die 23 nur auf die 23 stellen und wollen dann haben, dass der Abstand zwischen beiden genau 1 ist. Zum Beispiel ein 17er und ein 23er, da haben wir jetzt den Abstand 6, passt also noch nicht. Hier stellen wir jetzt nochmal eine 17 drauf, aber ist immer noch ein größerer Abstand als 1. Wenn wir jetzt aber nochmal einen 23er draufstellen, da haben wir einen riesen Abstand. Okay, wir müssen nochmal ein paar 17er nachlegen. So geht das Spiel ungefähr. Im Grunde also wie so kleine Spiele für Kinder, nur halt jetzt mit Zahlen und Formeln. So, was wir dazu machen ist, wir brauchen dieses Ding hier, womit wir den größten gemeinsamen Teil herausgefunden haben. Dann geht das Ganze relativ fix. Wir schreiben jetzt die 1 nämlich ziemlich kompliziert hin. Wir sehen ja hier, das hier ist ja der letzte Teil davon. Das ist ja das, was uns sagt, ah, okay, die 1 ist unser größter gemeinsamer Teiler. Wenn hier eine 3 stünde, dann stünde ja auch hier eine 3. So, was haben wir aus dieser Formel hier gelernt? Wir können ja einfach diese 5 hier mal auf die andere Seite schieben. Macht ja Sinn. Und dann steht da sowas wie 1 ist gleich 6 minus 5. Macht Sinn, würde ich sagen. Was wir aber wollen ist, am Ende 17 und 23 da stehen haben. Und genau darauf arbeiten wir jetzt hin. Jetzt gucken wir uns die nächste Zeile an. Hier steht ja diese 5. Und das ist genau die 5, die auch hier steht. Ist ja klar, weil diese Dinger ja hier, weil diese 5 ja von dieser 5 kommt. Also können wir hier einen Schritt nach oben gehen. Ich mache mal hier so mit Blau diesen Pfeil hin. Der zweite Schritt ist also, sich zu überlegen, was ist eigentlich 5? Ich male das mir gerne mit so einem Baumsystem hin. Man kann es auch mit Klammern machen und Formeln, aber ich finde es so ein bisschen übersichtlicher, auch wenn es ein bisschen unübersichtlich wird. 5 ist ja nichts anderes als 17 minus 2 mal 6. Das steht ja hier oben, wenn wir nämlich die 2 mal 6 hier rüberholen. Und man sieht schon, wir sind ein bisschen näher, weil wir haben ja schon, Entschuldigung, ja hier, diese 17. Es ist ja schon diese 17, das heißt, wir kommen unserem Dings schon ein bisschen näher. Und jetzt gehen wir auch hier nochmal einen Schritt weiter. Eins nach oben. Die 6, was ist eigentlich diese 6? Wir wollen jetzt diese 6 hier verarbeiten. Die ist ja dasselbe wie 23 minus 17. Auch hier haben wir einfach wieder die 17 darüber geholt. Aber das machen wir wieder weg. So, und genauso müssen wir natürlich jetzt auch diese 6 irgendwie, aus dieser 6 müssen wir irgendwie eine 23 und eine 17 machen. Und das haben wir ja hier bereits getan, deswegen brauchen wir da jetzt gar nicht irgendwie groß rumzurechnen. Wissen wir also schon, ist 23 minus 17. So, wie es jetzt müssen wir das, oh, ja, ich wollte sagen, wie es jetzt weitergeht, hängt vom jeweiligen Benutzer sozusagen des Algorithmus ab. Man kann jetzt das alles hier in eine Zeile schreiben, mathematisch, oder ich mache das lieber ein bisschen chaotischer, gerne, wenn ich es selber mache, dass ich das so einkringel und sowas, können wir gleich nochmal machen. Jetzt erstmal in einer Zeile. Das heißt, was hier steht, ist diese 23 minus 17. Wir machen mal sicherheitshalber Klammern drum. Das ist ja genau dasselbe wie die 6 hier. Und dann steht da dieses Minus. Und jetzt kommt die 5. Und da machen wir sicherheitshalber aber auch nochmal Klammern drum. So, und statt 5 steht hier jetzt aber 17 minus 2 mal 6. Das heißt, wir schreiben auch auf 2 mal. Aber die 6 hatten wir jetzt auch ersetzt mit dem 23 mal minus 17. Entsprechend nochmal eine Klammer auf. So, und das ist eine sehr komplizierte Art, 1 zu schreiben. Ich kann es nochmal so machen. Dieser gesamte Teil hier, upsa, steht stellvertretend für diese 5. Und dieser Teil hier ist ein bisschen hell. Upsa, steht stellvertretend für diese 6 hier oben. Gut, wir rechnen es mal langsam aus. So, erstmal die innere Klammer gelöst. Und dann die äußere. Wir hätten ja Einfachheit halber auch die 17 schon direkt zusammenfassen können. So, dann gucken wir nochmal. Minus 17 haben wir 1, 2, 3, 4 mal. Minus natürlich. Wir müssen darauf achten, das ist alles Minus inklusive, gell? Und die 23 haben wir 1, 2. Oh, das ist aber scheiße gezeichnet hier. 1, 2 und 3 mal. So, mit dem letzten Platz auf dieser Seite, ich mal hier mal so einen Strich rein. Folgern wir dann da draus.
3 mal 23 plus minus 4 mal 17 ist gleich 1. Und damit haben wir genau unser Ergebnis. Unser x ist nämlich unsere 3 und unser y eine minus 4. Und genau auf diese Weise haben wir unser Problem gelöst. Wichtig ist dabei, sich zu merken, wie man dieses Ding hier tatsächlich dann benutzt. Beziehungsweise, wenn man das mal aufgeschrieben hat und dann sich überlegt, okay, ich will irgendwie, das ist der Gedanke dabei, ich will irgendwie diese 1 mit 23 und 17 ausdrücken. Mit ein paar mal 23 und ein paar mal 17. Das heißt, wenn ich hier irgendwas, ich muss diese 1 irgendwie mit mehreren 23ern und mehreren 17ern schreiben. Und nichts anderes machen wir hier. Wir versuchen irgendwie bis hier oben, wenn man jetzt sich dieses Ding hier anguckt, versuchen wir irgendwie bis oben hinzukommen, weil eben genau hier oben unsere 17 und unsere 23